Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SimCity. Ja, wieder mit dabei, der Yamato. Und so weiter halt, ne? Und so weiter und so fort und so fort und so weiter. Na, okay, gut, interessante Folge. Wir verabschieden uns wieder. Nee, Spaß beiseite. So, und meine Straßen sind natürlich wunderschön verstopft. So wie immer. Oh, wie sie sich freuen. Ja. Weißförmige Springbrunnen und setz ihn doch mal her. Alter, meine ganzen Straßen sind so übel verstopft, ey. Das geht ja gar nicht, ey. So, Rathausmodul verfügbar. Schön, ich brauche keins. Ich wollte meine Straße upgraden, ne? Ja, vielleicht. Ich baue hier meine Verbrennungsanlage, ey, ohne Spaß. Wird langsam doch ein bisschen arg viel Müll hier. So, ach guck mal, ich wollte hier ja noch eine Etage draufsetzen. So, dann leichte und Baubeginn. So. Ach, guck mal, ich kann Rathaus und die Bürgermeisterwelle nicht upgraden. Herzlichen Glückwunsch, danke. Herzlichen Glühschrumpf. So habe ich jetzt überall meine Duftstraßenbahn. Ja, das hoffe ich. So, ich überlege gerade hier, wie ich das verbessern soll im Verkehr, wobei der hier eigentlich am stärksten ist. So, sonst noch irgendwo, wo ich sie noch muss. Alter, wie krass. Ich bräuchte entweder mal Drohnen oder was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Klassenzimmer. Wasserknappheit. Oh. Scheiße. Aber wir haben doch hier irgendwo, genau, wir haben doch da oben so ein Ding, dann grade ich es doch lieber ab. Einfache Wasserpumpe. Yay. Und hier noch. So, und ich kann mir glaube ich auch noch eins, aber gut, das reicht, wobei, nee, das reicht gar nicht. Zu wenig Simoleons, Aber wobei, nee, reicht sowieso, ach man. Alter, was zieht mich gerade so runter? Bildung. Megaturm. Aha. Ach, guck mal. So, ein Apartment-Etage, Baubeginn. Ich verfolge gerade meine Straßenbahn. Oh, ist spannend. Ja. So. Als nächstes ruhig aus das neues Werk in der Stadt. Bin mittlerweile schon bei 60.000 Einwohnern. Alter, ich guck mal, ich habe nur 9.000. Alter, woher denn? Krass. Dann müsst ihr auch voll viel Steuern bekommen. Ja, 16.000. Aber Bildung und Megaturm, wobei Megaturm zieht mich gar nicht runter, macht sogar Plus, aber trotzdem. So. Boah. Also das Gebiet ist wirklich nicht gerade wasserreich gesegnet. Okay. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe keine Demonstranten. Das finde ich cool. Das freut mich auch. Habe ich welche? Nee, ich habe auch keine. Komisch, manchmal demonstrieren immer voll viel, damit da gar nicht. Naja. So, wie sieht man mit der Feuerwehr aus?
Was willst du bitte? Akademische Attraktion, nein. Oh, ich habe 800 Control nicht. Wir würden gerne wieder in die Schule gehen. Ja, dann baue ich ja bald mal was für die Buben. Ja, wäre sinnvoll, ne? Die Züge verschwinden mittlerweile einfach mal mitten auf den Gleisen, habe ich gerade gesehen. Warum auch nicht? Kann die Bürgermeister wieder schon wieder abreden? Alter, krass. Oh, ich kann da noch Megaturm nochmal erweitern. Ah, nee, kann ich doch nicht. Das bei euch ist einfache Tourismusetage. Ihr habt eine Sympathierate von 94 Cent. Okay. Ja, ich glaube, ich mache wieder eine Sonnenenergie, oder? Warte mal, wie viel Sonnenenergie habe ich? Wie viel Energie habe ich denn jetzt? Jo, ich mache Energie. Uns geht es ganz gut. Finde ich es auch sehr schön. Sonnen kann ich eigentlich inzwischen. Oh, kann ich Prozessorfabrik? Ja, Mann. So, nee, ach fuck. Wie kostet das denn? 160.000. Alter, wieso? Alter, wieso mache ich nur 2.000 plus? Müll entzogen. Frage bei Tourist, das freut mich, was baue ich denn jetzt? Oh mein Gott, Alter. Was zieht mich denn so krass runter? Weißt du, was auch geil wäre? Empire State Building. Ja. Was ist bei euch los? So wenig Platz zum Erhöhen der Dichte, ein Problem. Gibt tolle Läden zum Shoppen. Das freut mich. Yay. Alter, 10 Flaschen geworfen, verdammt. Ach, Scheiße. Ja. Alter, alles ist hier kaputt. Was? Okay, ich brauche einen Busbahnhof. Okay. Busse. Trümmer 2, ja, das ist ja noch okay. So, und ich glaube, die Universität kann ich doch upgraden jetzt, ne? Ja, genau. Yay. So, wo gefällt die Stadt besser? Da auf dem Dach oben. So, was ist das hier, Alter? Ich kann gerade irgendwie gerade die halbe Zeit die Villa ausbauen. Okay. So. Sonnenenergiedach. Baubeginn. So, wie sehen wir hier mit Fracht aus? Und Kisten. Gut. Dann würde ich mal sagen. Wir bauen immer ein Shuttlebus-Depot. Ja, klingt doch ganz gut. So. Klärschlamm und Co. Oder Klärschlamm und Co. Und Lebensmittel AG und so weiter. Und was hier? Wir brauchen Strom. Ja, ich habe dann auch bald Strom. Wobei, komm, ich kann ehrlich auch gleich ein zweites Modul hinzufügen. Kostet jetzt auch nicht so viel. So. Nicht genügend Bushaltestellen, das wird sich jetzt gleich ändern.
Ich setze einfach mal kurz willkürlich irgendwo ein paar Bushaltestellen. Ja, oh fuck, stimmt, ich muss ein paar Schulbushaltestellen setzen. Ah. Ja komm, Stadtansicht. Oh go. Also weil gut Industrie geht, braucht eigentlich keine Schulen. Mehr oder weniger. Ja, die Grundschule ist wahrscheinlich sowieso voll. Alter, nur 1900. Was soll der Scheiß denn? Megawatt. Schön. Sonst irgendwo ein paar Bushalte stellen? Ja, hier vielleicht noch eine mit hin. Hätten wir eine Straßenbahn, kämen wir viel schneller durch die Stadt. Super. Ja, soll ich eine bauen? Ich weiß es nicht. Alter, wie Verkehr hier ist, ne? Tot. Was willst du? Mache ich. Ja, wir haben es. Den dritten, nee, den vierten Megaturm schon, nee, den fünften Megaturm schon in dem Teil hier. Krass. Megatürme! Können wir auch schon die ganze Zeit Megatürme andrehen. Verlassene Gebäude, null! So, habe ich nämlich gerade Prozessorfabriken geklatscht. Weiß ich gerade gar nicht, warte mal. Irgendwas muss ich hier gerade richtig machen. Ruhe macht was richtig. Sag mal, ich habe doch gerade eine Prozessorfabrik hier irgendwo hingesetzt. Da bin ich jetzt komplett bescheuert. Öffentliche Transportmittel. 18 Minuten, 60 Minuten. Ah ne, hab ich das gemerkt, dass es so teuer war, genau. Ich darf jetzt gerade original eine zweite Straßenbahnstation bauen. Okay. Ich probiere eben was aus. Kann ich denn noch? Ach guck mal, das geht sogar echt. Bei der Arbeit. Bin ich mal gespannt, wie sich jetzt die Passagierzahlen erhöhen. Mann. Ich hab doch eine Chemiebrandfeuerwehr. Alter, wie viel Verkehr, ne? Aber ich habe keinen Bock mehr so ein Busdepot jetzt noch zu bauen, weil meine Stadt langsam auch voll ist. Na, Probleme? Habt doch bereits eine neue Straßenbahn gebaut. Ja auch. Durchschnittliche Wartezeit 60 Minuten. Nur bei der Straßen. What? Da ist die ganze Zeit mit unserem Channel. User entered your channel. So, ja, der Megaturm, der geht so übel ab. So krass. Läuft mit Batterie. Finde ich nicht cool. Wie sieht es eigentlich schon mit dem Megaprojekt aus? Würde mich interessieren. Alter! Geil, schon 350 Legierungen von 1000. Es wird. Sag mal, kann es sein, dass du so Sachen wie Metalllegierungen und Plastik einkaufst? Ja, ich kaufe Legierungen. Weil bei mir steht dann da im Bus 30.000 Metall, 48.000 für Legierungen und 12.000 für Plastik, obwohl ich da nichts verkaufe. Plastik kaufe ich aber nicht, oder? Kaufe ich auch Plastik?
Nee, nur Legierungen eigentlich. Wieso hältst du denn das Geld? Hast du Legierungen überhaupt? Keine Ahnung. Na, Hauptsache ich verdiene die Knete. Ja, echt. So, ich kann hier wieder meine Bürgermeisterwelle upgraden, ja toll. Was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Balkon, Gästehaus, Wachposten oder Sportwagen? Was meinst du, was soll ich bauen? Boah, weiß ich gar nicht. Ist deine Entscheidung, was du halt möchtest. Wir sind hier schon wieder ein Kurzschluss, oh je. Oh, der Megaturm brennt. Oder? Ja doch, holy fuck, im Megaturm brennt's. Ganz unten auch noch. Feuerwehr, es wird allerhöchste Eisenbahn, dass jemand ankommt. Feuerwehr. Alter, wenn der ganze Megaturm jetzt einstürzt, ne? Es war wieder 10.000. Verstehe ich nicht. Weißt du was? Dann bekommst du dir noch ein paar Streifenwagen. Die Gefängnisse sind gut ausgelastet. Okay. Ist auch gut. So, hier unsere fette. Weil ich jetzt mache, jetzt versetze ich mal den Flughafen in die Zukunft, weil ich wissen, wie das aussieht. Alter, überall sind die Lager voll. Wieso exportiert denn den Scheiß nicht? Ach, guck mal. Erze importiere ich noch, deswegen bekommst du wahrscheinlich Geld, aber ich exportiere auch Rohöl, wieso? Ach, weil der ganze Verkehr ja wahrscheinlich einfach lahm liegt. Scheiße. Ja, ich muss, glaube ich, eine Buszentrale bauen. Verdammt. Sagen wir mal hier rein. Ist dann noch so ein kleiner Park and Ride. Und Bushaltestellen. Einfach mal überall verteilen. Hörloses Rumklicken. So. Jetzt sollte der Verkehr mal erleichtert werden. Wie viel Wasser hast du? Wie viel Wasser hast du? Scheiße, die. Nee, ich muss mal kurz eine neue Stadt beanspruchen, damit dass ich damit die Wasserversorgung für meine Stadt sicherstellen kann. Okay. Ich weiß schon, wie ich das anstellen werde. Ein paar Wohnungen, ein bisschen Schuhe und der Rest erledigt sich dann. Mann, mach mal das Ladekabel an dein Handy. Mann, ey. Das war die Akkumeldung. So, und eine andere Meldung gibt's auch noch, denn zwar wir müssen einen Schuss machen. Gleich. 15 Sekunden. Nein, bei mir ist es noch eine Minute. Echt? Ja. What? Hast du mal auf 21 Minuten? So.
Hier für Strom hast du so. Scheiße. Ganz übersehen, dass ich noch die Kredite annehmen musste. Und für was? Geschlossen, wir stellen ein. So, wie sieht es mit dem Bauprojekt aus? 400 von 1000 Tonnen Legierungen, allerdings Metall und TV-Geräte gar keine. Jetzt müssen wir deinen Timer mal angehen. Ja, läuft schon und jetzt 1 Minuten müssen wir es noch machen, weil ich noch kurz was austesten will. Okay. So, Region. Denn die Stadt soll jetzt rein für dich hier zum für die Wasserversorgung dienen. Und ich hoffe, es klappt. So, was Wasser trifft. Brände außer Kontrolle. Verdammt. Alter, wie viel Stau hier ist. Scheiße. Mal kurz. Oh, und ich kann mein Ding nicht upgraden. Yay. Wasser Level 7. Verkaufen, gefährdetes Wasser. Ach komm, ich kann eigentlich ein Forschungsprojekt mal starten. Achso, ne, Projekt umließ, ne? Verdammt. Ich hoffe, es klappt, dass ich jetzt an die Stadt Wasser schicken kann. Ich hoffe es. Wenn der Wasserlieferanten in der Nacht läuft. Fuck. Sowieso noch einen Turm aufstellen, also. Ja, Bingo. Luis und Feldweg. Haha, wie dämlich. Ja, Bingo, mein Plan gehabt. Klappt, ich kann jetzt Wasser in der Region kaufen. So, es sind überall normale Straßen, keine Feldwege. Man bin in der Stadt von 160.000 Einwohner. Ah, Kollege, braucht mehr Metall, verdammt. Jetzt brauchen wir aber erstmal so ein scheiß Metallding hier. Was willst du?
Maker Cool. Was willst du? Ach verdammt, ey, das ist doch kacke. Wo ist eine Zentrale hier, ne? Da brauche ich verbessern sie die Zentrale und die verbessere ich durch. Ach du Scheiße. Was sind eigentlich besten Listen? Ach, das sind meine ganzen Städte hier. Ah. Ich hatte doch niemals eine Region, die Pitokulandia heißt. Okay. Also wir haben 600.000 Einwohner insgesamt. Sogar 700.000. Alter, krass. Ja, Megaturm, ja, Polizei, ist doch alles schön und gut. So, das, was ich jetzt machen wollte, ursprünglich. Nehmen wir jetzt mal kurz bis mittlere. Ich besuche mal deine Stadt, aber wir müssen jetzt echt mal allerdings unbedingt beenden, ne? Wieder das oder nun gut. Ja, dann besuchen wir den Miyamoto in der nächsten Folge und ich würde sagen, das war jetzt auch die letzte Folge, wo es nur 20 Minuten geht. Jetzt gehe ich sowieso 27 Minuten jetzt. Aber ne, jetzt geht es wieder weiter mit ein bisschen Überlänge. Jetzt ging es ja nicht, weil ich dann in der Woche in London war. Das heißt, war ich. Mir steht es noch bevor, aber wenn ihr es seht, war es. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einmal in der nächsten Folge von SimCity. Ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.